Ich will jetzt mal die Tage in Twitter schauen, ob ich da irgendwie mal so eine Umfrage mache, wer alles zur Gamescom fährt und wer nicht, um vielleicht mal eine Gruppe zu bilden halt, dass man sich denn vor Ort auch vielleicht treffen könnte oder so. Okay, klar, das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, deswegen vielleicht hat da jemand Interesse und so, das ja, wäre ja mal eine coole Sache. Wann ist die eigentlich? 23. glaube ich, ist Mittwoch. Und bis Samstag oder Sonntag, glaube ich, geht die. Ich weiß gar nicht. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Ich auch nicht mehr. Aber ich werde am Donnerstag da sein. Okay, da Ja geht nicht gut, mehr. ich könnte sowieso nur am Wochenende. Ja. Ja, Wochenende ging bei mir nicht. Oh, was ist los hier? Moment, ich bring den erstmal in Sicherheit. So, jetzt bin ich da. Hast du was gesehen? Da hinten. Irgendwas. Da vorne irgendwas mit Feuer oder so. Ich habe da gerade was Okay. leuchten gesehen. Okay, ich bringe nur ganz schnell den hier rein. Dann können wir zumachen hier. So, schnell mal rein hier bringen. Oh, mein Gott. So. Hast du das Tor zugemacht? Ja, ist zu. Oh, gut. Gott sei Dank. So. Achso. Sollte ich mir schon Baumstämme mitnehmen? Ich habe gesehen, du hast bei dieser Challenge mitgemacht. Genau, da habe ich jetzt habe ich gestern das Video hochgeladen. Oh! Oh mein Ja, Gott! Oh! komm schnell raus am besten. Was war das denn? Du bist runtergefallen. Ja, das habe ich gesehen, aber wieso? Weil du darfst nicht zu weit laufen, denn das Steg ist noch nicht fertig. Jetzt darfst du erst hier hinten bis hier hinten laufen. Boah. Ja. Du stehst da ganz locker so, ja, komm mal raus da, ne? Ja. So, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen schlafen, ne, weil das ist zu dunkel. Hier muss ich noch eine Treppe ranbauen, damit wir da besser hoch können. Aber ja, das bringt erstmal nichts, ne? Gehen wir erstmal Haja Haja machen hier. Ja, hier noch Lagerfeuer anmachen für morgen früh zum Essen. So, perfekt. So, dann speichere ich auch direkt wieder mal direkt, ne? Falls hier irgendwas passiert oder so. Wer weiß, wer weiß. So, nun speichere mal hier. Mein Gott. Dauert ja schon wieder ewig hier. Wer wird Aber denn jetzt hier? deine Abonnenten sind ja ganz schön gestiegen, wa? Ja, die sind echt so ein bisschen mehr geworden. Ne, freut mich voll, vor allen Dingen so radikal, ne? Ich find's gut. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht. Oh, wir können ja gar nicht schlafen, ne? Müssen wir noch warten. Ja, habe ich auch noch nicht mitgerechnet. Fand ich auch echt besonders schön. War toll. War toll zu sehen. Du hast Ja, das wen? Schöne, ne? Nee, sag du ruhig. Das Schöne ist halt, umso mehr Abonnenten man bekommt, umso mehr macht es auch Spaß halt. Und man gibt sich dann auch direkt auch viel, viel, viel mehr Mühe halt, ne? Sich da hinzusetzen und was Kreatives ja, erschaffen und so, ne? Ja, weil du sie natürlich nicht enttäuschen willst, du willst sie natürlich was bringen und so. Genau, ne? Das macht echt Spaß. Ist echt schön. Ja, bei mir steht es momentan etwas still. Ja? Ja, gut, ich bin jetzt auch ich glaube, von 289 auf 295 hoch. Ah, okay. Ja. Aber momentan ist es ein bisschen ruhig. Aber du hast wenigstens Leute, die bei dir kommentieren. Bei mir Ja, kommentiert keiner. aber das ist auch wirklich echt so, dass ich auch viel bei denen kommentiere. Also ich versuche immer so einen Ausgleich zu schaffen, dass wenn bei mir jemand kommentiert, dass ich natürlich auch bereit bin bei denjenigen halt, wenn das Video natürlich mir gefällt. Also ich mache es nicht bei jedem, aber wenn mir das Video gefällt, dann kommentiere ich da auch halt, ne? Also hast du nur, weil ich habe meistens Leute, also meine Zuschauer sind meistens welche, die haben zwar einen eigenen Kanal, aber die haben nichts drauf. Ach so. Ja, das ist. Okay. Ich kann da gar nicht drunter kommentieren. Bei den anderen komme ich gar nicht richtig hinterher, ey. Das ist. Oh. Ja gut, sowas gibt's ja.
habe ich jetzt noch nicht so. Ich gebe mir schon immer Mühe und sowas, aber ich habe auch kaum Zeit irgendwie. Und dann vergisst man das dann immer wieder. Das ist genauso wie bei mir mit dem Antworten. Das dauert, ja. Das dauert immer, ey. 1-2 Tage und dann sehe ich das erst. Okay. Mhm. Aber naja, das ist halt, das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich hab schon. Am wichtigsten sind mir eigentlich die Leute, die wirklich, weiß ich nicht, die von Anfang an dabei sind und die immer noch dabei sind. Das zeigt mir eigentlich, dass die Qualität nicht schlechter geworden ist oder genau, dass sie sich immer das noch gerne ansehen mit mir und all sowas. Also das freut mich dann immer mehr, wenn ich dann jemanden lese und ich denke mir so, ach, du warst schon dabei, wo ich mit einem Abonnenten angefangen habe. Auch schön. Ja, das ist doch echt positiv dann. Das stimmt. So weißt du wenigstens, okay, der mag deine Videos wirklich halt, ne? Mm. Man, es gibt ja auch Leute halt, die suchen dann dieses Zap for Sub hier, ne? Also halt, ja, Abo gegen Abo und. Ja, ich finde sowas schrecklich. Like ich finde das schrecklich. Ich mache sowas, ich lasse mich auf sowas gar nicht ein. Weil ich sehe das so, entweder soll man mich abonnieren, weil man mich mag oder eher gesagt meinen Content mag, beziehungsweise meine Videos halt und alles. Oder man soll es halt lassen. Ja. Also ich muss da keinen irgendwie Honig ums Maul schmieren und sagen so, komm, ich abonniere dich und dafür abonnierst du mich, weil das hat ja nichts mit meinen Videos dann zu tun. Genau. Und was ich noch besonders schlimm finde für denjenigen, der das dann macht und der sich dann auch dran halten möchte oder so, der hat eine Höllenarbeit damit, diese ganzen Sub-for-Subs-User halt zu kommentieren oder liken oder etc. Ne? Und vor allen Dingen, du machst das dann in der Schnelle, guckst dir nicht so richtig die Videos an und ja, zacki zacki die Bohne, fertig bist du, ne? Ja. Das ist echt nicht so schön. Ich meine, ich mache auch, ich gucke mir ja auch nicht immer die ganzen Videos komplett bis zum Ende an, ne? Manchmal spule ich dann vor halt und gucke mir die spannendsten Szenen halt raus, ne? Das mache ich auch. Wo ist denn jetzt mein Wagen hin? Scheiße. Noch da oben. Aber ich gucke mir wenigstens so die Sachen an, ne? Hui! Der Baum stammt gerade. Hui! Ja. Ich habe auch ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie sie heißt. Es war auf jeden Fall eine sie. Ja. Hatte auch, also die ist wohl einer deiner Abonnenten. Die hatte dann auch bei mir drunter geschrieben. Mhm. Auf dem Kanal und so. Sie wusste gar nicht, dass ich auch einen Kanal habe. Und ach, so. Das ist, ja. Ja. Und schöne Grüße und sowas. Also Leute, damit ihr es jetzt wisst, ich habe auch einen Kanal. ja, das habe ich gelesen. Ja. Eigentlich, ihr braucht, also jetzt an meine Zuschauer, ihr, falls ihr Interesse daran habt, die Saya kennenzulernen oder halt allgemein den Kanal zu sehen, einfach in der Beschreibung gehen. Dort ist der Kanal verlinkt. Hast du das auch gerade gehört? Ja, da war jemand. Ich komme. Gott, wieder bei mir. Oh Gott, wo? Ja. Ich sehe nicht. Ist gerade weggelaufen. Da ist er. Komm her, du. Oh Gott, der ist ja blau. Ja, das ist ein Stärkereize. Ich habe keine Energie. Huch, wo bist du? Was mich ja wundert, dass wir noch kein Monster hier hatten, also Mutant. Gott sei Dank. Noch jemand. Bei dir? Bei mir? Ja, bei mir. Ach du Scheiße, was ist das denn, ey? Das war Gollum. Oh, noch jemand. Oh Gott. Mhm. So, ist der weg? Nee, da ist er. Mhm. Okay, der ist weg. Ich hoffe, man ist jetzt abgehauen. Ja. Ja, ich wusste, dass ich die ganze Zeit was vergessen habe. Ich habe dich gar nicht in der Linkbeschreibung drinne, sondern ich habe bei mir in den Videos blende ich deinen Kanal immer ganz kurz auf. Ja, ne, ist ja egal. Als Abspann. Ich wusste die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen, aber man. Alles gut. Du kannst da so viel machen, ne? Du denkst ja da gar nicht dran. Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich habe ja auch mit den Walasch zum Beispiel zuvor was angefangen und dann ging ja mein Laptop nicht mehr. Der war ja dann komplett im Arsch, halt. Da ging gar nichts mehr. Da habe ich ihn mir halt einmal heil machen lassen und jetzt geht's ja halt wieder, ne? Ja. Und aber da,
Oh, oh Gott! Der frisst seinen Kumpel. Ja, ja, das ist ein Kannibale. Ach ja, stimmt. Kannst du mal bitte sterben? Kommst Gott. Du klar oder soll ich helfen? Nee, ist schon tot, schon tot, schon tot, schon tot. Ja, eigentlich sind die Kannibalen sehr leicht zu besiegen. Igitt. Das machen die halt so, ne? Aber ich hatte mich da auch gewundert, dass man das jetzt nicht muss. Ich dachte, das wäre klar, dass ich auch einen Kanal habe. Ich bin ja nicht nur zur Unterhaltung. Ja, ich spiele auch mit Community-Leuten. Also die Leute, die halt nur zuschauen jetzt zum Beispiel. Mit denen spiele ich ja auch. Echt? Ja. Ich finde da voll wenige. Ich frage dann immer ganz gerne, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Aber es gibt ja dann auch viele, die YouTube und privat halt getrennt halten, ne? Ja, ja, gut, klar. Und ich meine, ja gut, aber was hat das denn jetzt damit zu tun, wenn ich jetzt mit jemandem, wenn er jetzt hier sein Nickname gibt und ich mit dem The Forest oder was weiß ich nicht was oder Overwatch spiele? Das heißt ja nicht, dass ich jetzt gleich seine Adresse haben will. Ja, ja, klar. Ich hab hier Besuch. Echt? Ich komme. Ich komme. Nee, komm her. Das mache ich auch. Ich heiße ja schließlich Forgotten Friend. Komm her, du. Boah. Blöd. So, wo bist du denn noch da? Boah. Ich bin schon fertig. Hast du schon? Ja. Guck an. Ich war gerade so wütend. Ja, nicht so schlimm. Ich mal hier runter, schnell. So, ich nehme jetzt mal die Treppe. Ich werf mal die Baumstämme hier runter. Ja, mach das mal. Wenn das geht. Ich denke, ja. Hier ist schon wieder jemand, ey. Oh, wie viele denn noch? Da steht Gollum. Hallo? Gollum. Ja, du kannst ruhig näher kommen. Komm, ich tu dir nichts. Komm her. Komm her. Oh Gott, da ist noch einer. Noch einer? Kommst du klar, sonst helfe ich. Ah, zwei Stück? Nee, das sind so... Die tänzeln da gerade um unsere Fallen rum. Sollen sie mal rangehen? Hier ist dein Freund. Geh weg von mir. Oh ja. Gott. So. Dann werde ich mal wieder den Schlitten holen. Oh. Oh Gott, es wimmelt hier nur von denen, ne? Ja, ich merke das gerade an mein Aufnahmeprogramm. Es schwächelt. Es wird immer so schwach, wenn ganz viele... Was machen die da? Die treiben sich da unten auf den Steinen rum. Was macht ihr da? Geh weg. Geh weg. Geh weg. So, komm mal. Ey, du blöde... Boah. Ey. Weg da. Hey, weg da. So. Hör mal. Das geht ja gar nicht hier. Das. Geh weg hier. Ja, wollen wir mal rocken hier. Ja. Achso, du hast da noch jemanden. Gut. Oh, ich habe kein Leben mehr. Ich muss mal eben rein. Ja, geh rein. Ich mach das hier schon. Ich geh mich mal eben schützen. Was zu essen, ne? Ja, dann habe ich wieder Leben, ne? Nee, genau. Dingens. Medikamente, ne? Ja, kannst du auch nehmen. Genau. Aber du kannst dich halt auch ausruhen, dann kriegst du ja auch Gesundheit wieder. Ausruhen? Achso, einfach hinsetzen und chillen. Ja, ja, auf der Bank da, genau. Ja, ich nehme lieber Pille. Geht auch. Mach ich ihn echt aus. Ich nehme lieber, lieber eine Pille, ey. Ach. So, gut. Alle weg. Das ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber was bist du für ein Mensch? Bist du eher so ein, der so auf, setze das aus, wenn ich Schmerzen habe, so Kopfschmerzen und so, oder so Mutter Natur mit Kräutern oder Tee, oder bist du eher so, ich nehme Tabletten, scheißegal? Ja, also eigentlich nehme ich Tabletten dann. Ja, geht mir genauso. Also ich würde jetzt niemals irgendwie bei Kopfschmerzen oder so irgendwie hier so ein Kräutermittel nehmen, weil das hilft doch. Ne? Ist halt auch manchmal Kopfsache, ne? Ob es hilft oder nicht. Also mir hilft sowas überhaupt nicht. Nee, also ich habe es zwar noch nie ausprobiert, aber ich denke mal, dass es so sein wird. Ist ja halt auch wie mit diesen Wunderheiler, dass die glauben halt dran und dann sind die halt geheilt, ne?
Ja, das ist ja einfach Kopfsache. Das ist ja im Prinzip wie Hypnose. Ich kann jetzt hier jemanden hypnotisieren und sagen, ja, pass auf, ab morgen heißt du Alfred. Und der würde sich dann ab morgen dann halt Alfred nennen. Alles Kopfsache. Ich glaube, du musst nachher hier die kleine Mauer reparieren. Ja, ich komme, ich bin gerade bei dir. Gucke ich mir mal an hier. Ah, nehme ich mal mein Werkzeug. So. Das haben wir, das haben wir. Das ist okay, das ist okay. Gut, alles wieder heile. Schön. So, Schwert, falls hier jemand ist. Brauchen wir noch Baumstämme? Ja, klar, wir brauchen en masse Baumstämme. Gut, ich habe drei, habe ich noch im Lager geräumt. Ja, das ist super. Ja, weil es wird ja nachher noch größer halt. Jetzt ist erstmal nur der Steg, damit wir halt so raus können erstmal. Und nachher kommt ja dann die Plattform darauf. Wir haben da hinten schon wieder Besuch. Ja? Rechts bei den ganzen Fallen, also. Scheiße. Also haust schon ab. Ja, ich bringe nur schnell mein Holz rein hier sonst. Jetzt! Oh Gott. Ich komme. Wo? So, ich muss ein bisschen Geh Energie weg, sparen du! hier. Ach so, ist schon tot, ja. Ich kann ihn nicht treffen. Hallo? Oh, blöde Kuh, ey. War hier gerade am Hacken. Mensch. Ist das bei dir eine Frau gewesen? Nein. Ach so, ich dachte jetzt schon. Ich sag nur allgemein blöde Kuh. Ach so, weil bei mir war es nämlich männlich. Tja, ich hab schon gewundert. So. Och, das gibt's doch nicht, ey. Noch eine? Ja, ey, hier sind so viele, ne? Gerade. Ich komme. Oh. Tü-tü-tü-tü-tü. Blut überströmt. Oh, ach so, ich habe eine Infektion. Ah, okay. Das ist ja ein Ding. Los, geh in die Falle. Oh, noch einer. Ja, nee. Der haut ab. Die Sau. Nee, noch nicht. Jetzt haut er wieder ab. Och, mein Mannequin ist völlig Noch. erledigt, ey. Ja, meiner ist auch so ein bisschen Oh, da hinten waren noch ein paar Baumstämme, die ich. futsch. Wo waren die denn jetzt? Da. Okay. Jetzt sieht es hier erstmal ruhig aus, dann kann ich erstmal weitermachen schnell. Hoffe ich mal. So, die Steglänge ist ja schon mal erstmal, ja, ganz okay. Könnte ich jetzt anfangen, dass wir da jetzt die Plattform bauen. Da ist die Plattform. Die machen wir ein bisschen höher. Voll der Architekt hier. So. Heute machen wir noch anders hier. Wo? Bauplattform. Ach, das ist hier für einen Baum. Ja, stimmt. Steht auch Baum. Ach, das ist er, der hier so röchelt. Ich denke mir gerade, wo ist hier noch ein Vieh? Wo? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Immer nur. Werden wir eigentlich auch verletzt, wenn wir selber in unsere Fallen reinlaufen? Naja, ich glaube ja. Ich weiß aber nicht genau. Noch nicht Also, ausprobiert? nee. Im Hardcore-Modus ist das so. Da. Jetzt fall doch endlich, du blöder Baum. Mensch, wir nicht laufen andauernd hier. Oh, ich habe Das schon geht wieder die nicht. Axt nicht ausgerüstet, ey. Moment. So, das müsste jetzt eigentlich so. Na gut, jetzt muss ich ein bisschen schwimmen hier. So. Halt, was ist hier? Achso, hier sind ja schon die Steine. Das heißt, halt. So müsste das ungefähr sein. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist.
Ich hoffe es. Was ist denn jetzt hier los hier, meine Güte? Na, warum geht er da nicht weiter? Schwimmst du gerade? Ja, ich schwimme. Hm. Bewusst, ne? Gut. Dann ist ja, gut. Ja, weil ich baue jetzt gerade die Plattform hier. Damit die so ein bisschen einigermaßen gerade wird, aber. Ich sehe das halt nicht so richtig, wenn ich schwimme. So, wo ist denn das Boot? Auch da. Okay, ein Stückchen kann ich noch. So. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade. Wenn nicht, ist das halt Pech. Ja, ich versuche das so ein bisschen gerade zu machen, damit wir halt auch gerade bauen können, ne? Das wäre natürlich echt positiv. So, hier ist das Boot. Oh, ich will so ein bisschen versuchen, auf mit dem Boot zu kombinieren hier. Ja. Ich muss nichts essen. Hab ich denn irgendwo noch Fleisch? Hab ich noch. Ja, ansonsten hängt da, glaube ich, noch genug, ne? Ja, hängen tut da auf jeden Fall noch genug. Ich versuche nur immer das erst zu nehmen, was in meinem Rucksack ist. Ja, ist richtig. So, ich hoffe, ich bin richtig. So. Weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Ich sehe was. Ja, aber ich sehe nicht viel. Also noch sehe ich es nicht. Muss jetzt mal rausschwimmen hier. So, jetzt. So, ist das denn einigermaßen gerade? Moment. Ja. Das ist doch erstmal ganz okay. Ich meine, das können wir nachher eh noch ein bisschen abschnittsmäßig abhauen und dann anders bauen oder so, aber fürs Erste würde ich jetzt erstmal sagen, reicht das, ne? Ja. Guck mal, ich habe ein bisschen Stein da gemacht und dann halt bis zum Boot, damit wir so eine Verbindung zum Boot hinbauen vielleicht auch, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, erstmal reicht das ja, ne? Das können wir eh noch alles ein bisschen schicker machen. Baumstämme habe ich dir erstmal ein paar rangeschafft. Ja. Ja, das sind 159 Baumstämme, da haben wir. Boah. Auf jeden Fall. Ja, du musst jetzt noch ein bisschen versuchen hier, dass du ein bisschen weiterkommst, weil wir haben ja noch keine Treppe hier dran, ne? Die müssen wir erst bauen. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ja gut, aber das kriegen wir ja hin. Ja, irgendwie geht das schon hier. Ich hole mal schon mal den Schlitten hier hin. Ja. So. Schön. Ach, da ist er ja. Hoffe, wir haben erstmal diese Plattform hier schon mal. Die Vorrichtung dafür. Naja, mir wird gerade das Ablegen nicht angezeigt da. Ja, da musst du so ein bisschen gucken. Irgendwie wackeln. Das ist echt ein bisschen doof. Wenn ich es ein bisschen rechts runter halte, dann geht das eigentlich. Ich laufe mal schon mal ein Stückchen weiter und hole die da vorne. Ah, wir kriegen schon wieder Besuch. Ich mach mal hier das Tor zu. Ja, mach mal zu. Dem. Sehr schön. Ist einer reingekommen? Nö, ne? Nö. Gut. Sehr schön, sehr schön. Oh, er ist schon wieder K.O. hier. Ja, komm, das bisschen schaffst du jetzt noch. Da haben wir noch ein paar Bäume zu schlagen, ey. Ja, 136 Baumstämme brauchen wir noch. Vogel. Aber, ja gut. Hoch. Oh, Möwe. Federn. Sehr schön. Oh, mir kommt eine Feder entgegen. Ich laufe sie hinterher. Kriegst du nicht. Zack, da. Jetzt habe ich sie. Hab sie auch.
So, wird's wieder dunkel. Ah, jetzt kann ich was anpflanzen. Echt? Ja. Ja, guck an. Schön. Ja, ich auch. Geht's unserem Häschen? Oh, ja, seid ihr süß. Da fällt mir gerade ein, ich habe hier schon mal einen Käfig gebaut, ne? Wir haben zwei Käfige. Ach da! Ja, ja, guck mal. Ja, ist ja geil, dann können wir ja auch stehen lassen halt, wenn wir nachher noch mehr holen. Das ist ja dann relativ. So. Guck mal, siehst du, wo ich letztens zu dir gesagt habe, dass mit dem Video, mit dem Dunkeln, ne? Wenn du jetzt hier stehst, direkt neben mir, kannst du den Baum noch sehen? Welchen Baum? Den Lebensbaum? Ja, genau. Ja, den sehe ich. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel bei dir auf YouTube, könntest du den zum Beispiel jetzt nicht mehr sehen. Ach so, echt? Ja, wenn der jetzt, also je dunkler du das Spiel hast, desto dunkler wird das dann halt bei YouTube. Ah, ich weiß auch nicht, warum die das da so gedreht haben, dass das dann noch dunkler gemacht wird. Ich muss auch meine ganzen Spiele immer so hell lassen, ja, damit das für die bei YouTube nicht so zu dunkel wird. Aber dadurch geht natürlich auch der ganze Spielspaß verloren, ne? Ja, ja, klar, natürlich, ne? Ich meine, was macht die Nacht für einen Sinn, wenn es dann richtig hell ist? Ja, das stimmt. Das stimmt. So, dann gehen wir mal speichern. Und dann ist auch eigentlich schon wieder Feierabend für mich. Joa. War mal wieder kurz, aber ja, es war schön. Ach, reicht. Ja. Hab ich jetzt gespeichert? Wir kriegen Besuch. Echt? Ja, ich will gucken. Ich gehe nochmal eben draußen gucken. Sind die hier drinne? Nein, hier drin ist keiner. Aha, dann geht's ja. Aber hier laufen sie auf jeden Fall rum. Ich gehe mal auf meinen Ausguckfelsen hier so. Ja, hier könnten wir dann auch so einen Turm hochbauen. So ein Guckturm. So ein Wachenturm? Cool, das gibt's. Ja, das gibt's. Nö, ich sehe niemanden. Ich kann ja mal versuchen, ob wir den genau auf diesen Felsen da rumkriegen. Huch! So. Huch! So, da haben wir einen Aussichtsturm, du. Oh. Oh. Ja, was? Boah, 60 kleine Schuhe. Boah. So, da haben wir ordentlich was zu tun hier. So, das speichere ich jetzt auch nochmal ab. Damit wir das auch haben. Ja, na, ich gehe jetzt auch speichern. Ja. So, meine Lieben, ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, Kommentar oder direkt ein Abo da lassen würdet. Und wenn euch die Folge gefällt, das heißt Let's Play The Forest im Multiplayer-Projekt mit der lieben Saya. Tschüssi. Ich sag tschüss und bis dann.